Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, in diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie man diese Leuchtmittel hier von dieser Lampe auswechseln kann. Und ja, das seht ihr alles hier in dieser Anleitung. Ja, wenn schon, misst dann richtig. Na, an dieser Seite kommt man wunderbar an den Scheinwerfer heran. An dieser Seite nicht, da ist hier dieser Behälter im Weg. Aber gar nicht so schwierig, diesen abzubekommen. Einfach hier diese Schraube lösen. Und dann ja, sieht man hier, wackelt das Ganze schon. Hier ist es einfach nur eingehakt. Ja, und jetzt muss man das hier rausziehen. Muss man wahrscheinlich mit beiden Händen machen. Mal schauen, ob ich das jetzt mit der Kamera hier hinkriege. Wenn nicht, mache ich gleich die Kamera aus. Und ja, ziehe das mal mit beiden Händen heraus. So, ab ist es. Darf nicht verloren gehen, deshalb gut wegpacken. Und jetzt kann man das hier raushängen und dann beiseite legen. So, diese Kappe bekommt ihr folgendermaßen ab. Ich sehe jetzt nicht genau, was ich mache, aber die Kamera hilft mir dabei ein bisschen, weil ich hier auf dem Display schauen kann. Das ist mein Vorteil. Vielleicht legt ihr euch einen Spiegel oder sowas hier auch in diesen Raum hinein. Ihr müsst das hier herunterdrücken und zu euch hinziehen. Ich zeige euch das gleich nochmal richtig. Ich mache es nur ab. So, jetzt ist es lose. Ich habe im Prinzip das hier runtergedrückt und dann zu mir hingezogen. Und auf ist das Ganze. So, im nächsten Schritt ziehe ich jetzt hier den Stecker von der Lampe ab. So, ab ist er. So, nun muss ich das Leuchtmittel rausnehmen. Da habe ich hier so einen Bügel, den ich jetzt öffnen muss. So. Diesen Bügel habe ich jetzt auch geöffnet. Den muss man einfach so ein bisschen nach unten haken und dann rausziehen. Und dann kann man auch das Leuchtmittel entsprechend entnehmen. So, hier habe ich dann meine Ersatzlampe oder mein Ersatzleuchtmittel. Das werde ich nun einbauen. So, dafür führe ich die Lampe erstmal, oder das Leuchtmittel hier erstmal wieder rein in den Halter. Ah, ihr seht noch meine Hand, ich weiß, es ist ein bisschen fummelig, so. Und jetzt kommt dann der Bügel wieder drauf. Das ist dieser hier. So, ja, dieser Bügel wird im Prinzip drauf gespannt. In diese Richtung, also rüberlegen und dann über diese Einrichtung hier so rüberlegen und dann so mit etwas Druck draufspannen und dann habt ihr den fertig. Zum nächsten Schritt kommt dann jetzt das Kabel wieder drauf. Und dann gucken, wie rum hier die Stecker sind. So, klackfest ist es. So, im letzten Schritt kommt jetzt hier wieder die Klappe drauf. Ja, einfach so und dann reindrücken, bis es rastet. So, dann diesen Behälter hier wieder dran machen. Da kommt dann das kleine Stück, was ich hier aufgehoben habe, diese Schraube wieder rein. Die wird reingesteckt. Und einfach entsprechend umgedreht. Fest ist das Ganze wieder. So, und hier seht ihr das Ergebnis. Die Lampe leuchtet wieder. Ja, ich hoffe, diese Anleitung hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer Mac Paverick.